Adventure. Ja, das ist schon ein toller Archetype. Da hatte Konami mal wieder eine abenteuerliche Idee. Wir konzentrieren uns dieses Mal auf Spielmarken, weil es dazu noch zu wenig gibt. Außerdem halten wir den Archetype lieber kleiner, damit wir einen guten Überblick haben. Dann erfinden wir einfach noch zwei Bossmonster und fertig. Schon hat man einen neuen Archetype. Doch dann reicht es nicht, dass sie einen Sucher haben für ihre wichtigste Karte. Nein, du brauchst nur die Spell und hast schon Full Combo. Token, Spell, Suchen, Spezialbeschwören und fertig. Und das Dumme daran ist einfach, dass du dadurch einfach ein Omni-Negate aufs Board bekommst. Ich meine, geht's noch? Und jetzt könnte man ja sagen, ja, aber es passt ja nicht in jedes Deck. Von wegen! Die einzige Einschränkung ist, dass normal beschworene Monster ihre Effekte nicht nutzen können. Wie schade nur, dass jedes Deck 100 Spezialbeschwörungen macht. Und apropos Spezialbeschwörung, nicht nur, dass die Water Enchantress dir die Spell suchen kann. Nein, du kannst sie ebenfalls als Extender Spezialbeschwören und dann im nächsten Zug einfach vom Friedhof wieder benutzen und dir wieder die Spell suchen und das Ganze fängt wieder von vorne an. Hinzu kommt, dass der Token einfach 2000 ATK und Death hat. Ich meine, es reicht ja auch nicht, dass wir dadurch ein Negate bekommen oder einen Extender. Nein, Token und Greif alleine sind schon 4000 ATK. Und sicherlich gibt es jetzt jemanden, der sagt, ja, was regst du dich denn auf? Viele Archetypes haben gute Karten. Ja und? Vielleicht liegt es daran, dass man erst die Spell aktiviert, sich dann den Greif null, bevor man überhaupt anfängt zu spielen. Oh, du hast eine Hand Trap, ist mir doch egal. Ich kann sie dir einfach ganz einfach negaten. Ja, nichts, Wailer, Impermanence, Ash, Nibiru. Und ich komme einfach weiter, weil du nichts dagegen tun kannst. Und warum? Weil Adventure gut ist.